Leute, ich bin heute mal wieder unterwegs und es gibt einen Vlog, denn ich als Hundemensch bin heute unterwegs oder auf dem Weg zu einem Katzencafé. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber ja, da so Tiercafés ja eigentlich ursprünglich aus Japan kommen, dachte ich, ist es eigentlich auch eine ganz coole Idee, da mal hinzugehen, sich das anzugucken und zu schauen, wie ist das so im Vergleich zu dem Tiercafé, das ich zum Beispiel kenne und wie ist das insgesamt? Ich bin echt sehr positiv überrascht, wie ich eingangs gesagt habe, bin ich ja eigentlich eher so der Hundemensch und ja, habe mit Katzen immer nicht so viel am Hut, aber die Katzen dort waren einfach super lieb, super sanft und zutraulich und keine Ahnung, anders als viele andere Katzen, die ich so kenne. Also mein Problem mit Katzen ist oft, dass ich das Gefühl habe, die sind super launisch und ja, es ist total schwer vorhersehbar, wie sie gerade drauf sind und so. Und das Gefühl hatte ich dort einfach gar nicht. Die waren einfach so lieb und so gechillt die ganze Zeit. Was passiert da? Pass auf, gleich kriegst du die Tatze ab. Aber abseits von meinen persönlichen Haustiervorlieben war ich insgesamt auch super überrascht, wie das Café aufgebaut ist. Also ich habe natürlich jetzt nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten, weil ich war in Japan nur in einem einzigen Eulencafé und ich glaube, das war tatsächlich nicht unbedingt eins der besseren. Aber generell ist diese ganze Tiercafé-Szene in Japan ja sehr umstritten. Es gibt gute Tiercafés, aber es gibt leider auch sehr, sehr viele, wo es den Tieren halt nicht so gut geht. Und ich persönlich war jetzt in einem Eulencafé, wo ich so im Nachhinein dachte, dass dort der Fokus schon darauf war, dass die Eulen die Attraktion sind und die Leute dann immer so 15 Minuten mit den Tieren hatten und dann wurden die Tiere halt die ganze Zeit gestreichelt und auf den Arm genommen und sonst was und das halt wahrscheinlich den ganzen Tag lang. Im Nachhinein würde ich das auf jeden Fall nicht nochmal machen. Und heute in dem Katzencafé ist das Konzept halt ganz, ganz anders gewesen. Also man hat einen Mindestbestellwert, für den man Essen oder Getränke bestellen muss. Das sind pro Person 15 Euro. Und alles drumherum mit den Katzen ist sozusagen gratis oder zusätzlich da einfach. Und man bezahlt halt nicht extra dafür, dass man halt die Katzen streicheln kann. Und das heißt auch, dass die Katzen halt nicht so die Hauptattraktion sind. Also schon natürlich irgendwo, aber die Katzen werden nicht die ganze Zeit dazu gedrängt, dass die jemand streichelt oder etc. Am Anfang zum Beispiel, so die erste Stunde, wo wir da waren, haben die Katzen halt die ganze Zeit geschlafen eigentlich. Und niemand hat die auch irgendwie groß gestört. Klar, man hat hier und da mal versucht, bist du jetzt wach, kann man dich streicheln? Aber wirklich alle waren super vorsichtig und haben die halt nicht zu sehr bedrängt, was ich halt auch echt gut fand. Und die Mitarbeiter haben auch ab und zu mal versucht, die Katzen ein bisschen zu animieren, aber am Ende haben sie halt gemerkt, okay, die wollen jetzt pennen und dann haben sie die auch pennen lassen. Also das fand ich persönlich sehr, sehr gut. Was ich auch richtig, richtig gut fand, war, dass das Katzencafé komplett sauber war, weil eigentlich habe ich immer so das im Kopf, so Katze oder Hund gleich ganz viel Haare überall und das ist halt wirklich super, super clean gewesen. Also das ist wirklich was, wo ich auch schon gehört habe, dass es einige Tiercafés gibt, wo das nicht ganz so der Fall ist, aber da wirklich kann ich nur positiv mich äußern dazu. Was das Essen angeht, ist die Auswahl jetzt nicht so groß, aber man findet auf jeden Fall was, was man essen kann. Und das Witzige ist eigentlich auch, dass dieses Katzencafé mit einem Bubble Tea Laden zusammen in einem Geschäft ist. Das heißt, man kann dort auch einfach Bubble Tea bestellen und das ist halt das, was wir auch gemacht haben größtenteils. Wir haben halt noch eine Kleinigkeit gegessen und dann hatten sie noch so
asiatische Sweets. Ich weiß nicht ganz genau, was das war. Es war wie so ein Blätterteig gefüllt mit Vanille und Anko. Aber generell die Kombi Bubble Tea und Katzenkaffee zusammen ist eigentlich super verrückt und richtig witzig und kann eigentlich nur gut funktionieren, habe ich so das Gefühl. Was ist das denn für ein Material? Bambus wahrscheinlich. So dünn? Ja, doch, habe ich ja in der Story gesehen, dass die Bambusstrohhalme haben, damit bei Papier manchmal pappig schmeckt. Ich klebe es jetzt für euch. Was brauchst du? Was meinst du, Stäbchen? Stäbchen. Ich habe einen Apfelgarten. Die meisten Hunde standen direkt. Es gibt ja Schläge. Die meisten Hunde standen direkt. Ich muss hier mal fragen, den können wir das machen. So, in der zweiten Stunde hatten wir dann Glück, dass die Katzen alle ein bisschen aktiver geworden sind und alle dann anfingen, sich auch so ein bisschen durch den Raum zu bewegen und hier und da irgendwie mal was zu machen. Die eine hat sich bei uns sogar direkt neben den Tisch auf die, ja, mehr oder weniger Heizung gelegt. Also da war noch so ein Brett, wo sie dann drauf lag und wir waren so, okay, hallo, hier bist du auf einmal. Das ist natürlich cool. Nur Matcha-Latte? Ja, das habe ich, danke. Okay, das ist meine Maske. Danke. Dankeschön. Hallo, du. Warum auf einmal? Und ganz am Ende haben die Mitarbeiter dann nochmal so kleine Becher mit Katzenleckerlis verteilt. Dann konnte man die auch nochmal direkt füttern. Und dann sind sie natürlich alle zu dir angekommen und jeder wollte irgendwie was. Ja, hier. Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ja, doch. Wie viele? Okay. Wir haben keine Lust. Ja, guck, zwei Hände. Aber jeder eins. Hier, du eins. Dann nimm. Ich hab Katzen. Und du noch eins. So, jetzt ist leer, ne? Ja, leck meine Hand ab. Ja, okay. Das ist aber eine raue Zunge. Ja, klar. Ja, mehr ist nicht. Es tut mir leid. Die hat doch Katzen. Einmal. Es ist nichts mehr. Da sind nur noch Krümel, es riecht nur noch, da ist nichts mehr. Es riecht nur noch. Auch das war für mich im ersten Moment ein bisschen, okay, will ich das? Aber die Katzen sind einfach so lieb gewesen, dass ich überhaupt keine Berührungsängste hatte, was ich eben normalerweise so ein bisschen mit Katzen habe. Also ich bin positiv von dem Café und von mir selbst überrascht oder so. Von daher würde ich für das Ganze eine klare Empfehlung aussprechen, das mal zu machen. Das war jetzt das Katzencafé Happy Cat Café in Stuttgart. Und ich glaube, es gibt auch noch eins in Hamburg und Düsseldorf, aber die kann ich jetzt natürlich nicht bewerten. Also das sind jetzt nur meine Erfahrungen für das Katzencafé hier in Stuttgart. Ich hoffe, mein kleiner Einblick hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, dass ich das weiß. Und abonniert den Kanal, falls ihr ähnliche Sachen sehen wollt hier auf YouTube von mir. Und ja, damit sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Du musst drücken halt.